Nachdem die albanische Seite entschieden hat, teilzunehmen, hat auch die jugoslawische Seite jetzt entschieden, an den Verhandlungen teilzunehmen. Das heißt, die Verhandlungen werden in Rambouillet am Samstag beginnen. Jetzt kommt es ganz entscheidend darauf an, einen Verhandlungserfolg zu erzielen auf der Grundlage der Prinzipienerklärung und der entsprechenden Vorschläge für ein Übergangsstatut. Sicherlich wird der Start ein ganz wichtiger sein. Wir haben es ja hier mit sehr heterogenen Kräften zu tun, insbesondere auf der kosovo-albanischen Seite. Aber ich bin zuversichtlich, nachdem jetzt wirklich alle Zusagen vorliegen, dass wir hier auch die richtigen Wege und Mittel finden werden, um in dieser sehr kurzen Zeit zu einem Abschluss zu kommen. Aber Ambassador Petrich and I have been together for several months. We have gone through a lot together. We've certainly gone through a lot of texts, but we've also gone through a lot of Balkan mud and trying to get as far as we have now. And today, I think we begin a new phase, a very critical phase, and we go into it with a sense of vigor and once again, gratitude for the support we're receiving here today. Thank you very much. So, wir dürfen uns wieder. So, once more, on the base to your engem Kontakt. Danke, ja.